So, ganzen Tag vom Training gedrückt. Jetzt werde ich Karotte, rote Beete, Sellerie, übrigens übelst geiler Mix, Kreatin gerade noch reingeballert. Jetzt kommt erstmal so eine Kreuzhebel-Abklatsche. 300 Stück. Bam, bam. Training durchgeballert. Jetzt werde ich einkaufen. Ich mache ja morgen schön saftig, knaftig Rinderbraten. Und dafür werde ich jetzt Sachen einkaufen. Wie gehabt, morgen 10, 15. Auch gerne zum Mitkochen. Zutaten sind gepostet. Ja, und jetzt kaufe ich ein. Und im Übrigen, wer denkt, Buxtehude Süd, oben in der Süd ist so ein Sprichwort. Das ist ein riesen Berg hier hoch. Also man braucht mit dem Fahrrad bestimmt 10 Minuten oder so hoch. Also das ist immer ein extra Fitnessprogramm. Jetzt gerade nach dem Sport. Und hier ist Jahnstadion. Hier übelste Fußballspiele schon gehabt. Ich habe ja immer Fußball gespielt, Ottensen und Imbeck, ja, das besten Vereine in der Umgebung. Also gehört quasi zu Buxtehude dazu. Und hier die heftigsten Fights gehabt auf diesem Spielfeld schon. In der Kreisliga-Action. Kreisliga-Beste. Ich muss es einfach nochmal klar und deutlich sagen, das ist wirklich eine Empfehlung von mir. Sollte ich mal Kinder kriegen, dann werde ich auf Holle vertrauen. Und zwar zu 1000%. Und das kann ich euch auch raten. Da kam natürlich direkt die Frage per Direktnachricht, warum ich der Holle Folgemilch vertraue. Und ich kann es euch sagen. Die Holle Folgemilch imitiert die natürliche Funktion der Muttermilch, sich an die Bedürfnisse des Kindes anzupassen. Deshalb vertraue ich der Holle Folgemilch so sehr. Kann sie an jeden von euch zu 100% weiterempfehlen. Was gibt es Schöneres als einen schönen Mellow und gleich Game of Thrones. Aber noch muss ich mir gezwungenermaßen eine Frauenserie angucken. Aber danach.